So, wir gehen jetzt einfach mal ins Gameplay. Okay, also grundsätzlich... Gar nichts habe ich gelernt. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich habe kein Tutorial. Eigentlich soll das hier das Trial sein, aber irgendwie ist es das nicht. Grafik ist halt wirklich alt. Ich weiß nicht, von wann genau das Spiel ist. Eigentlich sollte das von 2020 sein. Es fühlt sich ehrlich gesagt nicht so an. Das ist ein Tower-Defense-Spiel. Ist natürlich sehr angelegt auf alte, altertümliche Grafikstile. Was kann man dazu sagen? Angeblich soll das für alle Spielstärken sein, Spielerstärken. Das heißt auch Leute, die keine Ahnung haben, was abgeht bei Tower Defense Spielen, sollen das hier eigentlich machen können. Aber es ist einfach, ich weiß noch nicht. Ich habe das zwischendurch einmal kurz angespielt, um zu gucken, was ich hier überhaupt machen kann. Aber das hat mich jetzt, also ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde mich gleich direkt auf das zweite Game, was heute rausgekommen ist, stürzen, weil das ist nun wirklich irgendwie nichts für mich. Ich verstehe auch nicht so ganz. Also ihr habt hier halt 100 verschiedene Wege, die gehen können. Man sucht sich für einen aus und dann gehen die halt genau den anderen. Und dann sitzt du da und kannst nicht wirklich irgendwas defenden. Also seht ihr, die holen jetzt hier die Kerne. Also Leute, die richtig Bock auf Tower Defense Spiele haben, die haben sicher Bock hier auf das Game. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's weird. Ich finde die Grafik weird. Ich finde, also ihr könnt jetzt halt hier so näher rangehen und seht ihr halt, dass da halt irgendwie so Dinosaurier-ähnliche Monster irgendwie rumgimbeln. Ich kann jetzt halt, ich habe einfach die ganze Zeit nur wenig Ressourcen. Ich weiß auch nicht, wo ich Ressourcen herkriegen soll. Wie gesagt, das wurde mir nicht erklärt. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich hier das Trial ausgesucht habe und werde hier anscheinend eines Besseren belehrt, indem ich hier einfach jetzt gerade zerstört werde von irgendwelchen Robotern, die mich unbedingt besiegen wollen. Dann hauen wir hier mal ein Inferno raus, damit die vielleicht brennen. Auch die ganzen Tower, also sorry, das ist ja gar nichts, oder? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich wird das hier ein richtig kurzes Video. Wie ihr wahrscheinlich auch an meiner Reaktion merkt, ich bin wirklich nicht angetan hiervon. Tut mir leid, liebe Publisher von Hidden Path Entertainment. Ihr trefft meinen Geschmack hier mit eurem Game nicht so wirklich. Aber vielleicht bin ich auch der Einzige. Vielleicht bin ich ja tatsächlich der Einzige, der irgendwie das Gefühl hat, dass das Game hier tatsächlich nicht so irrsinnig geil ist. Scheinbar wollen die hier, entweder wollen die hier hin oder die wollen dahin. Ich dachte erst, dass hier die Monster herkommen. Die kommen aber hier aus diesen Dingen. Da kamen auch so Pfeile raus. Also man hätte sich tatsächlich auch denken können, aber... Naja, jetzt setzen wir hier mal einen Laser hin und sonst können wir noch nichts. Das ist so eine Art Meteor. Die scheint eine recht gute Range zu haben. Dafür schießen die halt relativ langsam nur. Der hier läuft mal wieder los mit den ganzen... Die schweben von alleine zurück. Ich kann auch übrigens vorspulen. Wir haben nicht mehr viel Energie übrig. Ja, was heißt, wir haben nicht mehr viel Energie übrig? Bis jetzt sind die ja alle nicht... Also die sind ja jetzt zwar bei denen, aber die kommen ja alle wieder zurückgeflogen. Ab und zu mal. Ich weiß ja nicht, was genau ihr jetzt von mir wollt hier. Ja, machen wir halt noch ein Geschütz. Jetzt rennen die da lang. Aha. Sie lernen. Bin mal gespannt, ob die jetzt, wie weit die es schaffen. Hier fliegen auf jeden Fall wieder ein paar Kerne zurück. Ressourcen, 140. Dann setzen wir hier mal noch ein Geschütz hin. Jetzt laufen die aber wieder da rum. Ist ja super dämlich. Dann laufen die ja doch wieder in meine Geschütze rein. Wir hätten jetzt ja hier außen rum gehen können. Da steht, dass man taktisch vorgehen muss. Bis jetzt habe ich noch kein Gefühl von Taktik hier gehabt. Ich setze einfach irgendwo, wenn ich irgendwas machen kann, was hin. Das Spiel speichert an vorgegebenen Punkten. Wir sind erst bei Welle 4. Das sollen 27 Wellen sein. Holy, ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde auf keinen Fall die 27 Wellen spielen. Also es langweilt mich jetzt schon zu Tode und ich habe fast gar nichts zu spielen. Laufen die jetzt hier mit irgendwelchen Dingern denn weg oder nicht? Was passiert denn hier? Hä? Jetzt kommen die ganzen Dinger hier wieder lang geflogen. Vor dem da?
entkommt. Wo schlägt der Blitz schnell zu? Was macht er denn? Was versucht er denn zu kriegen? Wo will der denn hin? Wo fliegt der denn hin? Hä? Was hat der Blitz? Die Kerne sind wir verloren. Ja, aber die Kerne sind doch hier. Was soll das? Also verstehe ich es nicht? Rennen die jetzt einfach doof hier rein? Und wenn ja, warum? Was passiert hier? Guck mal, die rennen ja jetzt hier rein. Was passiert denn mit denen? Das sind doch die Kerne, oder nicht? Hä? Ja. Also hier oben... Ich kann ja nicht mal mit der Maus da irgendwas machen. Ich bin ja hier die ganze Zeit nur in dem Modus. Ich kann ja nicht mal da rauswechseln. Gegen uns beide haben sie keine Chance. Was gegen uns beide? Du machst gar nichts. Ja, ich mach hier noch ein Inferno hin. Hier kann ich gar nichts machen. Also wirklich, das ist kein Spaß. Ich check hier echt nichts, was ich hier tue. Ich mach einfach nur. So, machen wir hier noch was hin, wenn ich kann. Boah, ich kann natürlich jetzt auch richtig lange warten. Dann kann ich so eine Erschütterung machen. Krass, die sieht dann wahrscheinlich genauso aus wie der Meteor. Nee, Leute. Ohne Witz. Ich glaube, ich werde das hier gleich abbrechen. Das ist doch... Ja, cool. Das ist ein Speicherpunkt. Seht ihr? Stand da unten jetzt. Also, das ist mit Abstand... Also, ich habe letztens ja schon ein richtig langweiliges Spiel gespielt, wo ich euch auch gesagt habe, das ist nichts für mich. Und ich will ja auch ehrlich sein hier. In dem, was ich hier tue. Und ich weiß nicht. Es ist nichts für mich. Das ist eine klare... Es geht noch beschissener, aber es ist schon ziemlich beschissen. Ich würde dem insgesamt eine 2,5 vielleicht geben. Also es ist so schlimm, dass ich nie wieder spielen werde. Hier, komm, wir machen mal eine Erschütterung. Mal gucken, was die Erschütterung so kann. Oh, guck mal, wie schnell die sind. Alter Schwede, da kriege ich ja richtig Angst. Na komm, was macht die Erschütterung? Also die wirft Bomben irgendwo hin. Ja, nice. Oh nein. Ich habe ihn, ach doch, ich habe ihn ja besiegt. Oh, krass. Und hier, guckt mal, ich kann sogar noch einen Tesla hier hinsetzen. Das wird sicher richtig viel machen. Wer schützt wen? Ach, der da. Ja, ist schön. Oh nein, die klauen uns jetzt gerade alles. Wir haben ja gar keine mehr. Oh nein, die Kerne sind weg. Mist. Oh, das habe ich mir aber jetzt echt anders vorgestellt. Oh nein. Okay, ich bin vielleicht auch einfach schlecht. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich und ciao.